Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Nein, nicht wirklich ein Vlog, es wird ein Video-Experiment heute. Aber es wird doch irgendwie wieder ein Vlog werden, denn jetzt sitzen wir hier schön abends, der Grill läuft auf der Terrasse. Und bis es so weit gekommen ist, ist ja heute am Tag einiges passiert. Und das haben wir versucht, jeder mit einer Videokamera zu dokumentieren. Also jeder hat seinen Tagesablauf, so gut wie es geht, über den Tag gefilmt. Und wir werden versuchen, das Ganze zu einem Video zusammenzuschneiden. Ja, und ob es klappt oder nicht, ich kann es jetzt gerade noch nicht sagen. Wir werden sehen. Und jetzt geht's los mit dem Vlog. Arbeitswoche beginnt für mich und ja, es ist kurz vor 7:30. Ich habe meinen Kaffee schon in Ruhe getrunken, habe Johns Pausenfrühstück für die Schule schon fertig gemacht. Was ich gestern Abend aber leider nicht mehr gemacht habe, ist meine Tasche umgepackt. Und zwar habe ich die im Heidepark mitgehabt, weil die klein und handlich ist. Zur Arbeit nehme ich aber lieber einen Rucksack mit und ja, jetzt muss ich meine ganzen Sachen, Portemonnaie und Masken, alles noch eben umpacken. Ja, und dann starte ich schon zur Arbeit. Hoffe, der Tag wird nicht allzu blöde. Gibt hier ja jemanden in der Familie, der hat Urlaub. So, das Desinfektionsmittel, Schlüssel habe ich. So, das ist für John. Gut, Handy gleich noch mitnehmen und ja, dann gehe ich jetzt raus. Heute sollen es 30 Grad, glaube ich, werden in Bremen. Also ich weiß jetzt nicht. Heute Morgen ist es ein bisschen frischer, ich muss eine Jacke anziehen, aber nachher stürzt es einen wieder, ich weiß auch nicht. Na, ich gehe jetzt erstmal los. So, ich wollte dir Tschüss sagen, schönen Schultag und wir sehen uns nachher, ne? Bis dann. Jo, tschüss. Tschüss. So, dann haben wir noch eine Tür und da ist dann der andere. Ich wollte dir Tschüss sagen, schönen Tag wünschen. Ja, tschüss. Und wie man sieht, da ist schon einer fleißig am Schneiden am frühen Morgen. Im Bademantel. Ja. Nicht zu verwechseln mit Udo Jürgens im weißen Bademantel. Natürlich. Tschüss. Tschüss. So. Guten Morgen. Ja, es ist Montag. Leider. Ich muss gleich zur Schule. Fertig gemacht habe ich mich schon. Es ist gerade 7:30. Ja, das ist ganz komisch. Ich habe vor 5 Minuten noch im Bett gelegen. Naja, 3 Minuten Zähne geputzt und 2 Minuten was angezogen. Kommt hin. Und ja, ich habe gehört, das Wetter soll heute gut werden. Deswegen habe ich mir schon ein T-Shirt angezogen. Ja, hier sieht man schon, Fenster sind beschlagen und nass. Aber sonst sieht es eigentlich für den Tag ganz gut aus. Schönen Arbeitsweg habe und da kommt man schon entspannt bei der Arbeit morgens an. Jetzt hatte ich ein Problem gerade, ich wollte gerade zum Postfach, da gehe ich auch jeden Morgen vorbei, aber der Schlüssel vom Postfach, der hat sich irgendwie selbstständig gemacht, der ist hier irgendwie aus der Halterung raus. Oh, nee. Muss ich mich nachher auch noch mal drum kümmern, dass wir einen neuen Schlüssel kriegen. Wir haben nur den einen, total blöde, aber nicht ärgern, jetzt erstmal ins Büro gehen und ja, gucken, was da auf mich wartet. Ja.
Ich bin gerade auf dem Schulweg und ich glaube, mit dem Wetter, was ich vorhin gesagt habe, das wird was. Es ist zwar noch etwas kühl, aber kein wirklich kaltes Wetter. Also morgens ist ja eh mal etwas kühler. Mal schauen, wie der Tag wird und wir sehen uns dann wieder nach der Schule. So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe das große Glück, an diesem Tag und in dieser ganzen Woche frei zu haben. Und meine erste Aufgabe heute wird sein, erstmal unseren Getränkevorrat aufzustocken oder aufzufüllen oder überhaupt wieder in Gang zu bringen, denn wir haben gar nichts mehr im Keller. Und dann fahre ich gleich zur Brauerei und hole mir meinen sogenannten Freitrunk ab. So, alles eingepackt, los geht's. Der Weg zur Brauerei, wo ich arbeite, der ist nicht weit. Ich mach's trotzdem jetzt ungerne, auch mit dem Auto ungerne, da ich ja frei habe, Urlaub sozusagen. Und da fahre ich natürlich ungerne zur Arbeit, aber heute ist ja mehr oder weniger zu einem schönen Anlass, also schöner als zu arbeiten jedenfalls, denn die nächsten Tage soll es sehr warm werden. Was braucht man da? Kühle Getränke natürlich. Und schon wieder unterwegs, diesmal mit dem Fahrrad, auf dem Weg zu meinen Eltern. Die haben irgendwelche PC-Probleme, die ich sicherlich lösen werde. Wird schon nichts Schlimmes sein. Mal gucken, was das ist. Ja, wir haben es jetzt genau 9:30. Wenn man früh aufsteht, schafft man viel. Muss immer wieder feststellen. Und das wollte ich, ich bin ja wieder zu doof dazu. Hallo, moin. Ja. Ich mache das mal eben auf. So, und jetzt kommen wir zum gemütlichen Teil des Tages erstmal. Der ganzen Anstrengung gibt erstmal jetzt eine Erfrischung. Und dazu, wie heißt das Ding? Schinkenknacker. Ja, so kann man das sehr gut aushalten. Ich habe gerade mal so drüber nachgedacht, ist man eigentlich faul, wenn man seinen Urlaub so verbringt, wie ich das gerade tue? Ich muss aber auch sagen, zu meiner Entschuldigung und Rechtfertigung, dass ich keine großen Aufgaben vor mir herschiebe. Also ich erledige normalerweise immer alles gleich sofort. Ich müsste allerdings noch mein Fotoalbum oder unser Fotoalbum vom letzten Jahr machen. Aber das Wetter ist mir einfach dafür viel zu schade. Ich sitze also dann lieber hier auf dem Balkon, höre Musik und genieße die Sonne. Könnte auch meine Spiele wieder mal weiterspielen, aber das ist alles bei diesem Wetter für mich wie eine Art Sünde. Ich kann das einfach nicht. Wenn die Sonne scheint, dann muss ich mich draußen bewegen oder draußen aufhalten. Es ist einfach zu oft, dass ich arbeiten muss, wenn schönes Wetter ist. Darum sitze ich halt jetzt hier, während John in der Schule ist und Simone arbeitet. Und sie hat mir auch gerade geschrieben, dass da ziemlich viel wohl gerade los ist bei ihr. Ja, ich kann ja nichts dafür, nicht? Aber besser kann man seinen Urlaub, glaube ich, nicht planen. Das war jetzt echt mal Zufall. Und ich wundere mich, dass hier die Flugzeuge so komisch fliegen heute. Die werden irgendwie heute umgeleitet, habe ich das Gefühl. Die fliegen uns nicht so nah hier vorbei. Ja, Schule ist vorbei. Ich habe mir gerade vom Kiosk ein leckeres Kratzeis geholt. Ich habe noch eins. Das packe ich erstmal gleich ins Gefrierfach. Und genieße jetzt noch ein bisschen die Sonne.
Feierabend, 14 Uhr. Hab gerade einen Anruf gekriegt von Stefan, der besorgt jetzt Grillfleisch. Das heißt, ich muss nicht wie üblich jetzt noch zum Einkaufen, sondern kann gleich nach Hause mich erstmal umziehen, weil es ganz schön warm geworden ist. Also, bis gleich. So, wir haben uns jetzt mal eben telefonisch abgesprochen, dass wir heute Abend grillen werden. Und ich werde jetzt mal die dazu nötigen Sachen holen. Zu Hause umgezogen, eine dünnere Hose angezogen und jetzt suche ich ja immer noch, das hat mich bei der Arbeit auch ein bisschen beschäftigt, diesen blöden Schlüssel fürs Postfach. Also ich hatte den Schlüsselbund gestern in meiner Jackentasche, aber da ist nichts drin. Dann hatte ich John den Schlüssel noch mitgegeben, als er allein nach Hause gegangen ist. Könnte sein, dass er jetzt in unserer Schlüsselschublade liegt, was ich echt hoffe. Ja, das wird er sein. Der wird daran passen. Gott sei Dank. Oder? Ist das? Ja doch, das ist der Schlüssel. Muss ich irgendwie wieder ranpopeln? Hauptsache er ist da. Halleluja. Ja, und was auch sehr nett ist, wenn man nach Hause kommt und die Küche, die man morgens aufgeräumt hinterlassen hat, dann auf einmal so aussieht, dass jemand hier alles stehen und liegen lassen hat. Vielen Dank. Ja, viele kennen diesen Platz noch als Lego-Ecke, wo ich das ganze Lego aufgebaut habe. Das ist ja nun alles Geschichte und jetzt habe ich den Laptop hier immer stehen, um eure Kommentare zu beantworten. Den Link zu den Kommentaren findet ihr übrigens immer unter jeder Videobeschreibung. So, dann wird hier gefragt, welche Grafikkarte habt ihr im neuen PC? Ja, das muss ich für Stefan stehen lassen, das kann ich nicht beantworten. Genauso wie Heiko Wichura fragt, was hast du denn so an Performance? Kann ich leider nicht sagen. Dann, ich habe euch in einem Video von Ride Review, schwieriges Wort, gesehen, bei Minute 4,45, macht weiter so, ihr seid die Besten. Ja, vielen Dank, du kriegst natürlich gleich eine Antwort von mir und diesen Hinweis, dass wir in diesem anderen Video zu sehen sind, den bekommen wir ganz oft und wir haben uns damals, als wir es entdeckt haben, auch amüsiert, als wir es gesehen haben. Und ja, Lea schreibt, hallo ihr drei, erstmal echt super Video. Ich würde mich drüber freuen, wenn ihr mal ein Video über eure Konsolen machen würdet und die Spiele zeigt. Das haben wir schon notiert, das werden wir bestimmt demnächst mal machen. Das wird sicher den einen oder anderen interessieren, das ist jetzt nicht so mein Thema, aber die Jungs sind da bestimmt Feuer und Flamme. Ja, dann werde ich jetzt mal eben die Antworten schreiben. Haben, habe ich aber nicht geschafft. Jetzt wird es Zeit. Ich habe Bananen noch, die hat keiner gegessen. Die sehen nicht mehr so lecker aus und da mache ich meistens immer einen Bananenkuchen davon. Dann haben die nämlich so eine richtig schöne Süße und das mache ich mal schnell mit Walnüssen. Das esse ich nämlich gerne zum Frühstück und da ist wirklich eine Scheibe von dem Bananenbrot morgens so sättigend, das reicht fast bis mittags. Also eine gute Sache, wenn man arbeiten ist. Ja, los geht's. Hallo. Ja, da kommt jetzt der, der netterweise das Grillfleisch holt. Oder geholt hat schon. Richtig, doch bei der Hitze. Ach. Du bist doch ein Mann.
hast du denn da? Mach mein Bananenbrot für morgen. Ja, ich glaube, es wird morgen wieder Zeit für einen Friseur. Seiten sind dick wie sonst was. Genau, und das bei der Hitze jetzt, da bist du nicht zu beneiden. Termin für den Friseur habe ich ja abgemacht. 20 Euro reichen und ja, viel Spaß und ich bin gespannt, wie du wiederkommst. Ja, bis denn. So, wir sehen uns dann, wenn die Frise fertig ist. Ich habe meinen Mann gerade... So, ich sitze hier. Ja, das ist ja wohl... Zeit, bitte, ja? Das ist das Problem, wenn man mit mehreren Kameras am Tag filmt, dann spricht man durcheinander. Aber so ist das halt. Ja, ich wollte dich eigentlich fragen, ob du jetzt ein Feierabendbierchen mit mir trinkst, weil ich hätte es mir verdient, du wohl weniger, aber... Ich nehme trotzdem noch eins. Und ich sitze hier bei den traurigen Sonnenblumen, muss ich ja mal sagen, die lassen echt die mir Köpfe hängen. Die Worte, weil ich nicht so durcheinander reden kann. Weil nämlich die Vase dafür völlig falsch ist. Hätte man eine Vase genommen, wo die Dinger so drin stehen, würde es sogar richtig schön aussehen. Aber hätte man, aber ich habe keine Vase. Ja, ich habe nur diese einzige Vase, weil sie bisher immer ausreichend war, weil du mir ja selten Blumen schenkst. Was ist nur mit dem Feierabendbier? So. Kommt das bald mal? Doch, da habe ich ja was vorbereitet und zwar... Ja, sehr gut. Kann man ja hier ja sehen. So, was darf es denn sein heute? Wenn das Bier nicht bald kommt, dann ist wirklich bald Feierabend. Wir nehmen heute mal helles Pülleken. Ja, Johnny ist gerade beim Friseur. Ich bin sehr gespannt, wie er aussieht, wenn er wiederkommt. So, ich sehe ihn zuerst. Hallöchen. Ich habe endlich wieder mit neuer Frisur und neuem Kratzeis Waldmeister. Sieht richtig gut aus. Ich weiß. Sah ich auch vorher. Oh, Kamera läuft. So, ich bin euch ja nach den Bananenkuchen schuldig. So gut sieht er aus. Eigentlich kommen da Pekannüsse laut Rezept drauf, aber die waren mir schlichtweg zu teuer. Habe ich also Walnüsse genommen. Und, oh ja, perfekt. Einmal das Ganze umdrehen. Ja, sehr leckeres, gesundes Frühstück dann ab morgen. Und ja, mal gucken, wie lange der Kuchen reicht, ob ich einen Teil einfrieren werde oder ja, ob Stefan vielleicht auch mal probiert. Und John darf es ja leider nicht, weil da Nüsse drin sind, aber der frühstückt eh morgens nicht. So, ich habe auch eine Haushaltsaufgabe. Stefan ist der Grillmeister. Simone besorgt das Essen für den Grill. Moment. Das Essen habe ich heute besorgt. Oh, ausnahmsweise mal. Und ich kümmere mich darum, den Grill anzuschmeißen. App macht man ja so einiges. Ich zeige euch das mal. Da werden dann Selfies gemacht für die Bier-App, dass man das Bier eintragen kann. Ich werde jetzt erstmal gucken, Stefan, was du zum Grillen gekauft hast. Da bin ich sehr gespannt, welches Fleisch du ausgesucht hast. Nur vom Feinsten natürlich. Es roch auf jeden Fall sehr lecker im Kühlschrank schon und ich habe auch schon mega Hunger. Und der Grill, die Kohle, riecht auch schon total lecker. Ich kann mich jetzt nicht wirklich beschweren, was die Fleischauswahl betrifft. Und zwar hat Stefan folgende Sachen gekauft. Ich zeig's mal. Also wir haben hier Roast Beef. Darunter haben wir, ja, was war das jetzt? Nackensteak, glaube ich. Dann für mich ein Stück Pute mariniert und Hähnchen mariniert mit so einem Kokos-Curry-Gewürz und ja, Bauchfleisch natürlich. Und für John, der ja gerne Würstchen isst, haben wir Würstchen, aber ich wasche die immer ab. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn man die aus der Verpackung holt. Da ist immer so ein Glibber dran. Finde ich irgendwie eklig. Das kann man bestimmt mit essen. Ist auch nichts Schlimmes, aber ich mag das nicht. Ja, was hat Stefan noch mitgebracht? Vollkorntoast legen wir gerne auf den Grill als Toastbrot.
dippen wir gerne mit den Soßen. Und Kartoffelsalat, also ja, spontan gegrillt, heißt dann immer fertigen Kartoffelsalat kaufen. Mag ich nicht so gerne. Ich finde den selbstgemachten viel, viel besser. Der schmeckt immer so nach, weiß ich gar nicht, nach Essig oder irgendwie hat der komischen Geschmack. Ich verfeinere den jetzt noch ein bisschen. Ich mache jetzt noch ein bisschen Gurkenwasser dran und ein paar Gurken. Und ja, ich habe leider keine Eier mehr. Die habe ich für meinen Kuchen verbacken. Sonst hätte ich da auch noch ein bisschen Eier, gekochte Eier untergehoben, ein bisschen Salz, Pfeffer. Und ich denke, dann kann man den essen. Und man muss ihn ja auch nicht aus diesem Pott essen. Man kann ihn ja umfüllen und leckerer anrichten. Mag ich sowieso nicht, wenn man zu Hause immer aus diesen, ja, Plastikdingern isst, wenn man das so auf den Tisch stellt. Genauso bei der Auflage, beim Frühstücks- oder Abendbrotstisch, finde ich, das kann man ja schön anrichten. Das muss man nicht aus der Packung essen. Ja, wieder viel geredet. Ich glaube, ich werde diesen Vlog ein bisschen sprengen mit meiner Laberei. Und ja, wem das Ganze gefällt, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Schaut bei mir vorbei auf meinem Kanal. Simone von der Weser und ja, ich bemühe mich demnächst auch wieder aktiver zu vloggen auf meinem Kanal. So, diesen Part hier filme ich mal, bevor jetzt alle drei mit ihrer Kamera hier rumhantieren und alle durcheinander reden. Das Essen ist fast fertig. Es duftet fantastisch. Die Sonne geht gerade so ein bisschen unter, wie man hier vielleicht sehen kann. Ja, und Johnny hat schon so eine Bratwurst. Wie schmeckt sie denn? Gut nach Bratwurst. Ich bin ganz neidisch. Ich habe bisher nur den Kartoffelsalat auf dem Teller, aber mir fehlt noch ein Stück Fleisch. Das ist noch nicht ganz durch. Hier wird noch ein bisschen die Abendstimmung genossen. Und das Essen. Und das Essen natürlich. Liegt sogar noch was auf dem Grill. Ich bin, glaube ich, erstmal fertig. Ich habe noch so ein paar Reste, denn wir haben so einen leckeren Kartoffelsalat. Der hat mir echt lecker geschmeckt. Und wie viele Bratwurst habe ich gegessen? 3 oder 4? Ich glaube 3. Ja. Aber bisher hat es eigentlich was ganz Gutes aus dem Tag gemacht. Heute wurden ja eigentlich 30 Grad angekündigt. Ich glaube, die 30 Grad haben wir nicht geschafft, aber mit dem Wetter kann man sich trotzdem zufriedenstellen, war sehr warm. Also während ich jetzt hier dafür zuständig bin, den ganzen Grillmüll oder den ganzen Grilldreck wegzuräumen, ja, machen die beiden Männer was ganz Entspanntes und das zeige ich euch mal. Ja, sonst geht's euch gut, oder? Ja. Super. Mal so fühlen wie in Amerika, zumindest essenstechnisch, mit dem Nachtisch. Das ist natürlich heiß. Heiß. Na John, schmeckt's nach mehr? Nach mehr? Oder wie viel hast du schon gegessen? Was ist jetzt mit mehr zu... Achso. Inga musst du schon ans Meer denken. Ich glaube, ich bin fertig. Ich habe schon wie viel gegessen? 3 oder 4. Nee, nicht, dass ich mich noch übergeben muss später. Ach, einen nehme ich noch. Ich meine, ich mag die ja auch schon kalt total gerne, aber warm sind sie eigentlich noch besser. Verbunden mit einem kühlen Getränk natürlich noch besser. Das war meine Aufnahme. Was redet der da von einem kalten Getränk? Kühlen oder Getränk. Einem kühlen Getränk. Mann, Mann, Mann. Der Abend ist da. Heute wird nicht mehr viel passieren. Daher ist es jetzt für mich das letzte Mal für heute, dass ich die Kamera in die Hand nehme. Wir schauen jetzt uns die Serie Tim Thaler weiter an, die wir angefangen haben auf DVD, da wir ja vor kurzem in Hamburg waren und da waren wir beim Radisson Hotel. Und das hat die Interessen in uns mal wieder geweckt, denn dort ist auch eine Kulisse der Serie gewesen. Genau, da hat nämlich der Baron sein Lachen verloren und Tim Thaler hat es dann wiederbekommen. Und wir sind jetzt bei Folge, was sind wir jetzt denn? Bei Folge 8? Nee, bei Folge 9. 8 haben wir schon geguckt. 13 Folgen gibt es. Lange dauert es nicht mehr, dann haben wir es wieder mal durch. Also ich habe das schon so oft gesehen, einfach genial. Also wer es nicht kennt, 1979, Tim Thaler mit Tommy Orner und Horst Frank. Ja, ich gucke es gerade erst zum zweiten Mal, aber trotzdem kann ich mich noch an einige Sachen so ganz gut erinnern. War auch mal ganz schön wieder. Ja, während man unten gemütlich Tim Thaler guckt,
habe ich gerade 2 Maschinen Wäsche weggebügelt und ja, jetzt ist es 8:15, komme endlich zur Ruhe, habe mir was zu lesen geschnappt, von dem ich nicht weiß, ob es wirklich was taugt, wenn der Kuckuck 2-mal klingelt. Ja, kurze Geschichten, Erlebnisse einer Gerichtsvollzieherin. Ups, da ist ein Buch umgekippt. Ja, ich weiß nicht, ob mir das Buch zu albern ist, ob mir die Kurzgeschichten gefallen oder nicht, aber im Moment habe ich nichts Besseres zu lesen. Und ja, also ich glaube, das war jetzt meine letzte Aufnahme für heute und ja, ich bin selber gespannt, wie sich das alles zusammenfügt von dem, was die anderen so gemacht haben. Ja, das war auch mal ganz interessant mit dem Experiment, das wir jetzt auch beenden werden, den Vlog. Ich bin gerade dabei, mir die Zähne zu putzen, denn morgen ist leider wieder Schule. Wir gehen jetzt langsam wieder in den Unterricht rein, da wir die erste Woche wieder halt alles wiederholt haben. Zweite Woche haben wir dann Projektwoche gemacht, Themenwoche heißt es jetzt bei uns. Da hat jeder ein Thema präsentiert und ja, jetzt geht es dann auch wieder los mit dem Arbeiten diese Woche. Und ja, an dieser Stelle beende ich das Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr das Video natürlich liken, uns abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!